Ja, hallo, liebe Heli-Freunde. Heute möchte ich mal euch meinen neuen kleinen Mini-RC-Helikopter vorstellen, die sogenannte Bo 105. Wir kommen als erstes mal zum Unboxing. Ja, hier hat man diese Schachtel mit den Bo 105 und zwar ein 6-Achs-Helikopter, also 6-Achs stabilisiert, RTF natürlich Ready for Fly und mit einer 4-Kanal Fernbedienung. Das Ganze von der Firma Moodstar. So, dann schauen wir mal in diesen Wunderkarton herein und packen das Ganze mal aus. So sieht es aus von innen. Man nimmt erstmal das Plastik ab. Alles wunderschön verpackt hier. Zack, beiseite. Wups. Ja, da hat man als erstes natürlich eine Bedienungsanleitung dabei mit der oder von der Bo 105. Das Ganze in Englisch, in Deutsch mit vielen, vielen Hinweisen. Ja, die Anfänger sollten sich diese Anleitung ruhig erstmal in Ruhe durchlesen. Ja, was hat man noch alles so in diesen Kartonchen? Und zwar natürlich ein kleines USB-Kabel zum Aufladen des Akkus. Nicht dabei ist das Ladegerät, aber jeder hat garantiert, wer ein Handy hat, so ein kleines Ladegerät fürs Handy. Dann dieses USB-Kabel reinstecken und für den Akku schon vorbereitet. Zack, beiseite. Was haben wir noch alles so in diesen Kartonchen? Das Wunderschöne ist ein Akku. Und zwar diesmal kein Akku, wie man ihn so kennt, also so Lipo-Akku mit Kabel und kleinen Mini-Stecker, sondern hier ein Akku in Plastik verarbeitet und das Ganze, wie gesagt, als Slim Case. Slim Case, ich erkläre euch das, denn dieser Akku wird einfach ohne Kabel in diesen Heli eingesteckt und schon hat der Heli Strom. Ja, man hat hier, wie gesagt, an der Seite dann noch ein kleines USB-Kabelchen. Schauen wir mal kurz, hier unten haben wir es. Und man hat hier oben einen Taster, um den Akku zu aktivieren, einzuschalten. Und man sieht dann auch den Ladezustand des Akkus, wie er, wie gesagt, ja, aufgeladen ist, in welchem Zustand dieser Akku ist. Das erkläre ich euch gleich noch. Man kann hier mittels dieser Taste kurz draufdrücken. Und man sieht jetzt hier diese Akkus, beziehungsweise diesen Akkuladezustand anhand dieser LEDs. Man sieht, dieser Akku ist schon geladen, alle LEDs brennen. So, mittels dieser Taste schalte ich diesen Akku wieder aus. So, was habe ich noch alles in diesen Kartonchen? Natürlich auch. Ich habe das schon mal aufgerissen, denn diese Plastikverpackung ist aber furchtbar. Einmal Ersatz-Hauptrotorblätter, 2 Stück. Dieser ganze Heli ist, wie gesagt, nicht Pitch gesteuert, sondern er ist Drehzahl gesteuert. Aber dazu kommen wir gleich noch. Also 2 Ersatz-Rotorblätter. Was haben wir noch in diesen Kartonchen? Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Natürlich den Sender. Kommen wir jetzt zu diesem Sender. Relativ einfach gehalten, relativ simpel gehalten, aber für diesen Heli reicht er aus. So, hier hinten wieder das Akku oder das Batteriefach. Das schiebt man auch unten. 4 Batterien werden eingelegt in der Größe AA, also 1,5 Volt. 4 Batterien fertig. So, zum Einschalten des Senders ganz klar die Einschalttaste. Hier drücken und man sieht, diese LED blinkt. Das heißt, der Heli ist natürlich mit dieser Fernbedienung noch nicht gebunden. Ja, jetzt fragt ihr euch, warum ist denn eigentlich dieser Knüppel mittig? Ja, dazu kann ich euch etwas sagen. Dieser Heli hat eine Sonderfunktion, denn er hat hier oben hat er einen oder 2 Taster und zwar für selbstständiges Starten
und landen. Er hat nämlich einen sogenannten Höhensensor integriert, wo man dann im Prinzip in einer bestimmten Höhe ungefähr so 1,5 Meter schwebt und aus dieser Höhe auch selbstständig wieder landen kann. Das erkläre ich euch auch noch. Hiervon hat man jetzt einen Schalter, 3 Stufen, unterstützt natürlich mit Piepsignalen. Das heißt, die geringste Stufe ist hier, dann das erste Mal die 2. Stufe und um das Ganze agiler zu machen, die 3. Stufe, was durch 3 Signaltönen angezeigt wird. So, das zu diesem Sensor. Schalten wir das Ding erstmal aus. Was haben wir noch im Kartonchen? Schauen wir mal. Ich glaube, der Heli fehlt. So, das erstmal zur Seite. Ach, ich wollte noch sagen, so ein kleiner Impulsschlüssel und wie gesagt, so ein Ersatz, Heckruderblatt ist auch dabei. Hier kommen wir jetzt zu diesem tollen Heli. Wirklich sehr, sehr original Detail. Ja, man sieht hier sogar diese Turbinenauspuffrohre in golden, also Messingfarben, lackiert. Wunderschön, also das sind keine Aufkleber hier. Das sind, wie gesagt, richtige detailgetreute, gepresste Elemente. Man sieht hier auch diese kleinen Antennenfunktionen, dieses Heck und, also wie gesagt, wunderschöner Heli. Was mich natürlich noch ein wenig stört, ist dieses klapprige mit diesen Hauptrotorblättern, ist ein Vierblattrotor, aber die Hauptrotorblätter ziehe ich dann natürlich noch ein wenig fester, so dass sie nicht zu rumschwabbeln. So. Das Schöne bei dem Heli ist, ich hatte ja erklärt, dieser Akku, der hat kein Kabel, kein Mini-Stecker, was man anstecken muss, sondern man hat hier ein wunderschönes Fach. In diesem Fach hinein wird dann dieser Akku einfach eingesetzt. Man setzt ihn ein, er klappt dann herunter, wird dann hier fixiert und schwuppdiwupp ist dieses ganze Ding schon vorbereitet. Ja, man drückt dann, wie gesagt, hier unten diese Taste und das ganze Ding ist eingeschalten. Jetzt zum Binden des Helikopters. Wie gesagt, man sieht hier die LEDs hinten blinken in Rot. Das heißt, der Heli ist noch nicht gebunden. Sensor einschalten. Den Knüppel kurz nach oben und nach unten. So, man sieht, die LED hier hinten brennt jetzt down. Das heißt, der Heli ist mit dem Sender verbunden. Wollen wir mal schauen, ob hier diese... Jawohl, die Taumelscheibe funktioniert schon. Man sieht es hier. Wunderschön. Wie gesagt, das ganze 6-Achs stabilisiert. Zum Einschalten oder zum Ausschalten natürlich dann zuerst die Taste an dem Akku wieder gedrückt halten, bis die Lämpchen ausgehen. Man sieht es hier. Dann kann man diesen Akku ganz einfach wieder entnehmen, indem man draufdrückt, den Akku rauszieht und fertig. Wir kommen dann natürlich zum Flug dieses kleinen Helikopters B105. Das war's erstmal zum Unboxing. Euer Heli-Steff. Bis gleich zum ersten Flug. Ciao, ciao und winke, winke. Hallo liebe Heli-Freunde und ab geht's zum Fliegen! So, erstmal kurz anschweben.
kommen natürlich noch einige Drehungen um die Gierachse. Ich wünsche euch viel, viel Spaß mit diesem Hedy Bo 105. Euer Hedichte. Ja, liegt wirklich wunderschön stabil. Hier die erste kleine Drehung. So, gleich kommen noch mehr Drehungen um die sogenannte Gierachse, also das mit dem Heckrotor. Geht's ab hier. Die kleine Bo 105 fliegt relativ schön stabil mit dieser sogenannten 6-Achs-Stabilisierung. Ich wünsche euch natürlich weiterhin viel, viel Spaß beim Anschauen. Euer Hedi-Steff. Gleich lassen wir den Hedi noch mal ein bisschen tanzen.